Altmodisch, längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Diese Kritik trifft die katholische Kirche immer wieder. In Wuppertal allerdings gehört jetzt Hightech zum Kirchenalltag. Seit heute bietet die katholische Citykirche eine Sprechstunde per Videokonferenz. Hallo, Herr Schönbach. Guten Tag, Herr Dr. Kleine. Ein bisschen verzögert ist es noch, das Gespräch per Videokonferenz. Christoph Schönbach ist beruflich viel im Internet, hat wenig Zeit. So probiert er gern die neue Beratung der Citykirche. Und die schließt so eine seelsorgerische Versorgungslücke. Natürlich könnten die Leute mich auch hier besuchen kommen. Aber viele scheuen vielleicht einfach die Schwelle. Es hat etwas Anonymes, auch wenn ich in diesem Fall den Namen sehe. Und es ist für Leute, die einfach gehbehindert sind, die das Haus nicht verlassen können, krankheitsbedingt, eine Möglichkeit der Kommunikation, auch Kontakt mit der Kirche aufzunehmen, die uns das Internet auf diese Weise bietet, weswegen wir diese Sprechstunde jetzt eingerichtet haben. Das Fenster zur Kirche sieht so aus. Eine kleine Kamera über dem Computer und ein kostenloses Internetprogramm. Schon steht die Online-Videokonferenz. Und damit kann der Pastoralreferent seine Besucher nicht nur hören, sondern auch sehen. Dass ich einfach schon mal was visualisiere, dass ich etwas anzeichne, um etwas deutlich zu machen. Das kann ich bei Skype aufmachen. Ich kann es jetzt auf den Zettel zeichnen und könnte es in die Kamera halten und kann damit natürlich auch Dinge nutzen, die ein reines Telefonat so mir nicht bieten könnten. Heute meldet sich sogar ein Wuppertaler, der mit der Caritas in Pakistan unterwegs ist. Ein Online-Treffen per Video, das die Welt vernetzt. Nicht nur was für Jüngere, sagt Werner Kleine. Oft sind die Kinder vielleicht im Ausland. Und auf diese Weise kann man die Enkelkinder einfach sehen. Und ich denke, dass wir da einfach eine Nutzergruppe haben, die wir gar nicht unterschätzen dürfen. Vernetzte Kirche, die in Wuppertal einen festen Termin hat. Jeden Dienstag ab 9 steht die Videokonferenz und damit der Draht zur katholischen Kirche.